Viewer discretion is advised. Irgendein Fehler wird es sein. So, was haben wir denn hier? Ein Falschparker. Hört aus. Und jetzt würde ich mal sagen, wir machen mal etwas Action und rufen mal das Bomben-Squad. Auch ein Bombenhund ist dabei. So, und es geht los. Oh, 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 oh. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von GTA 5 LSBGFR. Und ja, wie in der letzten Folge versprochen, fahren wir heute nochmal eine Runde mit unserem Lamborghini durch Los Santos. Und dann denke ich mal, in der nächsten Folge werden wir ein anderes Fahrzeug nehmen. Und ich denke auch mal, ich weiß schon welches, das haben wir auch kurz schon in einer Folge gesehen. Aber da lasst euch mal überraschen, wie ich das konzentrieren soll, das mal auf unsere Streife heute. Im Moment ist es wie immer etwas ruhig, aber ich denke mal, das wird sich schlagartig ändern. So, wir fahren gerade etwas hier in dem reichen Viertel rum und gucken, ob da alles in Ordnung ist. Was war das denn für ein Ausweichmanöver? Den lassen wir natürlich mal überprüfen. Stoppschild beachtet, ja, okay. Oh. Expired Registration abgelaufen. Na dann halten wir den natürlich mal an. Scheint ein Jugendlicher zu sein. Hier wird auch wieder geparkt wie die Wilden. Komm mal. Noch ein Stück näher. Ich erst wieder drauf fahren, wenn möglich. Zu spät. Ach ja, so. Okay, er versucht zu fliehen. Weg da! Komm on. Hat sich festgesetzt. Komm on. Raus. Hände hoch. You have no fucking chance in hell mit deinem hässlichen Cappy. So. Dann einmal die 8 bitte. Zack. Und einen Transport. So, jetzt versuchen wir mal das Auto. Ich hab's gebaut, so rum. Ach, die neuen doppelten Tastenbelegungen, herrlich. Okay, wir haben nichts gefunden. Ich werde das Auto mal durchsuchen. Jetzt. Geht alles auf. Na dann. Ich weiß nicht, was du jetzt machst. Jetzt rennen wir erstmal. Ja, renn auf die Straße. Ich wüsste nicht, dass du das Auto steht. Eieieiei. Oh. Ich habe den Kaffeepott weggeschmissen. Rennt erstmal gegen Lamborghini und jetzt entfernen wir uns ganz schnell hier wahrscheinlich. Also wir sind mit der Untersuchung des Fahrzeugs beschäftigt, auch wenn da die Animation gar nicht hinhaut. Gar nicht. So. Aber egal. Läufst mir jetzt hin. Wir haben einen neuen Einsatz, Stolen Art. So. Oh. Wir haben eine Granate gefunden. Alright, okay. Soll uns jetzt nicht weiter stören. Das scheint nicht so schlimm zu sein. So, das Auto müssen wir mal abschleppen lassen. Und dann heißt es mal wieder wie in den letzten paar Folgen: Trucks anhalten. Denn irgendeiner hat einen etwas Gestohlenes auf der Laderampe, was wir sicherstellen müssen und natürlich auch den Dieb an sich selber. So, hier fährt schon einer. Dann nehmen wir den als erstes. So.
meiner Sicht. Ein Schlampogini ist unterwegs. Okay, er entfernt sich. Und das mal Richtung des Zielkreuzes. Durch die nächste rechts rein. Das wäre hier. Okay. So. Gehen wir hier drüben lang. Ja, Vorsicht. So, da unten ist, muss er lang fahren. Also müssen wir da gar nichts, aber soll er lang fahren. Da ist er. Ich muss mal hier dazwischen, ich hab der LKW fährt uns nicht drauf. So. Erstes Ziel gefunden und gestoppt. So. Dann schauen wir mal, ob hier schon das Gesuch drin ist. Wie sieht's aus? Ah, und das haut er mal ab. Das erste Mal, dass der Dieb versucht, mit dem Auto abzuhauen. Die Wertsachen. Mist. Neben. Ah, der ist auf der Flucht. Wir haben zu viel Leute gerade hier. Die Performance haut schon wieder mal nicht hin. Ja, fahr mich noch weg, du Sehnung. Danke. Da kriegt man ja Gleitdepression. So, der fährt auch gegen die Palme. Jetzt reicht's. Jetzt reicht's. So. Der schlägt immer wieder Funken. So, das Rad ist schon mal durch. Das Rad ist auch durch. Jetzt versuchen wir damit zu fliehen. Jetzt sind wir immer noch relativ schnell unterwegs, dieser arschkranken Pfützenhain hier. So. Na, steht der im Weg. Er lässt sich nicht aufhalten. Warum fährst denn du hier? Polizei im Einsatz und die machen ja Wettrennen oder was? Chaos pur wieder. So ja, es bleibt nicht lange ruhig in Los Santos. Ja, mach meinen schönen Lamborghini in den Arsch, du Vogel. Komm mal raus. Oh, oh. Flüchtig oder was? Hände hoch, come on. Ja, er hat es schnell aufgegeben. So, was ist denn jetzt los? Stehen bleiben. KI, KI, KI. Mehr sage ich nicht dazu. So, jetzt geh doch endlich runter. Was willst denn du jetzt? Ja, und der Bus überfährt erstmal zwei Polizisten und den straffällig gewordenen. Ich glaube, das ist hier mit Geschichte. So. Auf jeden Fall brauchen wir erstmal EMS. So, die Wertsachen sind noch da. Und der Pickup stellt sie sicher. Sehr schön. So. Dann muss der unbedingt weg. Oh, wie gesagt. Entschuldigung. Ich würde nur die Straße sperren. Das aber nur Koppel. Fett los, ich sag mal der Busfahrer an. Chaos vor, sag ich wieder. So. Das ist schon zu blöd langsam.
Das Rot ist hier hinten, das ist da. Dann geht er noch nicht los, okay. Komm, drauf. 2 Uhr noch oder was? Okay, komm her. Zack. So. Geht in die Vorschule. Ich weiß nicht, was euer Problem ist, dass ihr da die Leute anfangen müsst. Komm mal, Hände hoch. Diese Waffen wegen Angriff eines Polizeibeamten. Komm mal, runter. So. Das Wesentliche haben wir eigentlich schon aus den Augen verloren. Nämlich die Festnahme von dem Punkt, der versucht hat, die Wertgegenstände zu klauen. Der dem wird sich gerade gekümmert, so wie es aussieht. Okay, und der Polizist hat sich auch gekümmert. Und die Polizistin jetzt auch. Jetzt scheint endlich mal Ruhe einzukehren langsam. So, das Auto lassen wir auch noch abschleppen. Okay, der Dude scheint es nicht überlebt zu haben. Schade. Okay, die Feuerwehr versucht es nochmal. Irgendwas wird nicht viel Sinn haben. Selbst wenn er die Sanitäter erwischt. Durch das Real EMS wirkt das Ganze natürlich echt viel realistischer. Da auch Feuerwehr und Rettungsdienst richtig die Leute reanimieren, was mir echt gefällt. Also diese Modifikation ist ja mal richtig geil. So, ja, unser Dieb ist leider verstorben. Aber so wie es aussieht, der eine Sanitäter konnte wenigstens gerettet werden. Leider sind auch 2 Kollegen von uns gestorben. So, ich würde sagen, der Tod war bestimmt wieder im Stau. Das würde ich nicht sagen, ich wollte eigentlich sagen, wir entfernen jetzt mal unseren Luxuswagen. Wir sind etwas an die Seite hier. So, da ist wieder einmal LSPDFR abgekackt. Goddammit, warum auch immer, ich verstehe es nicht. Es gibt immer noch übelste Probleme. So. Aber das geht ja ganz schnell. Zack. Und schon sind wir wieder. Ja. Auf. Streife. So rum. So, ich muss kurz mal nachlesen. Wir lassen das jetzt mal so wie es ist und fahren einfach mal weiter. Die werden sich schon selber drum kümmern können. Eieiei, wieso steht hier ein Auto offen? Polizeiliche Maßnahme zu machen und einmal sicherstellen. So. Und weiter geht's auf Streife. Suspect wanted for GTA. Downtown. Arrested suspect. Dazu müssten wir mal wissen, wo er hin will. So. Okay, wir sollen ihn festnehmen. Weg da. Let's do this shit. Let's. So, auf dem Highway unterwegs. Ah ne, der ist zu Fuß hier unterwegs. Nein, ein Auto, okay. Warum auch immer die hier so dasteht, scheint auch ein Bug zu sein. Come on. Dann halt, machst du es mir einfach, Krosche. So, auf dem Boden. Können die sich so eine Karre leisten? So, dann machen wir eine Plate-Abfrage. Die liegt halb im Auto. Das soll eine Einladung sein. So. A fire truck is en route.
Einmal einen Transport, bitte. Ich kann schon mal auf die Knie gehen. So, einmal brauchen wir einen Abschleppwagen. Mann. Die Kollegen sind heute auch wieder aggressiv unterwegs. Schlimm. So, dann dieser Abschleppwagen. Dass man dran vorbeifährt. Sehr nice. So, wir sind Code 4, wir haben den Auftrag erfolgreich beendet. Oh, angesetzt, egal. Das müssen wir hier zur Seite stellen. Mal noch ein Tow Truck. Kostet uns ja nichts. So, und dann würde ich sagen, geben wir uns weiter auf Streife, bevor der Kollege mein Auto noch weiter kaputt fährt. So. Ah, jetzt hat es der Tow Truck geschafft, okay. So. Wir machen hier mal Harikiri, keine Ahnung, zack. Wir gehen wieder runter vom Freeway. So. Es wird Nacht in Los Santos. Hab ich gesagt, ich wollte runter. Ja. Dann müssen wir hier abbiegen. Alright. Oh. Was ist denn hier passiert? Kann man helfen? Ich weiß nicht, was passiert ist. Stehen da wie abgewurzelt. Da liegt auch noch jemand. Auch die Hilfe, ich ruf euch mal jemanden. So. Das sind ja nette Kollegen, auch wenn wir nicht wissen, was passiert ist. So, da kommt schon der Krankenwagen. Holla die Waldfee, also heute wollen sie uns ärgern. Schon der nächste Absturz. So. So. Und wir sind wieder on duty. Das lassen wir uns natürlich nicht gefallen. Muss ich nochmal genauer schauen, woran es liegt, dass das hier jetzt jedes Mal abstürzt. Irgendein Fehler wird es sein. So, was haben wir denn hier? Ein Falschparker. Dem müssen wir natürlich nachgehen. Ist auch unser Job als Streifenpolizist. Ist einer drin? Nein. So, Dispatch, ich bräuchte mal einen Playjack. Okay, da liegt nichts vor, aber wir können ja mal einen Report abrufen zu diesem Fahrzeug mit dem Police Toolbox. Okay. So sieht der Report aus. Und jetzt würde ich mal sagen, wir machen mal etwas Action und rufen mal das Bomben-Squad. Okay, und damit ist das Bomben-Einsatzkommando unterwegs zu uns. Da hinten fahren sie schon. Oder was man so fahren nennen kann. Ich glaube eher, die rammen ja alles wieder weg. The canine unit will wait for the bomb squad before starting. Na, das ist klar. Wissen wir schon. Ja, rammen sie weg. So. Dann würde ich mal sagen, es geht los. Ein paar Schritte zurück, es könnte gefährlich sein. Auch ein Bombenhund ist dabei. So, und es geht los. Oh, 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 oh. Okay. Ich wusste es nicht, sorry. Holy shit. Fuck it. Ja. Wer? Ich glaube. Der rennt bei allen. Hilfe! Es brennt, es knallt, es explodiert alles. Hilfe!
Wir sind sprachlos, wir sind hilflos, hier bricht das totale Chaos aus. Erste, was wir machen auf jeden Fall, ist erstmal die Straße sperren. Und Rettungsdienst rufen. Holy shit. Ich wusste nicht, dass dort eine Bombe drin ist. Bombenexplosion. Live in dieser GTA alles mit DFR-Folge. Ich wollte eigentlich nur mal das Bomben-Squad in Action mal wieder sehen. Ich wollte einfach nur das Auto einfach überprüfen lassen. Und es war eine Bombe in diesem Fahrzeug. Puh. Und leider hat es nicht nur dieses Auto explodiert, sondern 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Autos, wenn ich mich nicht verzählt habe. Und wieder einmal Kollegen unterwegs. Holy shit, etwas sprachlos alles gesagt. Aber wir fangen jetzt mal trotz dieser traurigen Geschehnisse jetzt mal an mit dem Aufräumarbeiten. Das können wir auch nicht so lassen. Der muss weg. Unser Lamborghini. Das gibt Ärger. Wir können ja nichts dafür. So, der Rio, der ist auch stark mitgenommen, aber konnte den Explosionen standhalten. Auch den lassen wir abschleppen. Nee, keine Blitabfrage. Und Totwag. Ja, Chaos pur. Wir versuchen das Beste hier rauszumachen. 6-3, William George, Sam, 0-6. Holy shit. Ja, kommt sehr aber alles drin lassen. Ach ja, das war auch von der K9-Unit. Dass wir uns weggespawnt hätten. Holy shit. Was für eine Dramatik. Hier liegt auch noch jemand. Versuchen ihn wieder zu beleben. Aber leider ohne großen Erfolg. Hier scheint Skorpion zurückgespawnt zu haben. Oder wo kommen die Autos her? So, der Krankenwagen ist im Weg. Goddammit. Holy shit. Chaos wieder pur hier in Los Santos in unserer neuen GTA 5 LSPDFR-Folge. Genau, fahrt mal rüber, den ganzen zur Seite schieben, das eh im Arsch. Wir rufen jetzt noch schnell die Corona an, die natürlich die Toten einräumt. 10 sind gestorben, 2 konnten gerettet werden, insgesamt 12 Patienten. Schon eine traurige Zahl, muss ich sagen. So. Halleluja! Ein Bombenattentat mit einem Auto vor irgendein Gebäude, was eigentlich nicht so wichtig aussieht. Immerhin konnten wir uns retten. Chaos pur. So, ich würde mal sagen, ich weiß nicht, was hier los ist. So, wir fahren die Karre jetzt mal hier hoch. Sonst wird das ja nie was. So. Mit mir. Ich hab deine Karren nur zur Seite gefahren. Halleluja. So, die nächste Feuerwehr klappert hier rein. Aber es nimmt ganz in Form an. Ja, dann fahr doch. Come on. Die Folge ist gleich zu Ende. Beeil dich lieber.
damn it! Nope, this one's gone. Steht ja immer noch ein Auto. Jetzt noch. So, abschleppen. Den abschleppen lassen. Expired Registration. Gelaufene Registrierung. Na gut, das Auto ist eh im Arsch. Entschuldigung. Das spielt jetzt auch keine Rolle mehr. Ja. Wir sind jetzt aber langsam am Ende mit dieser Folge. Auch wenn das Ende etwas traurig war, aber es war auch etwas überraschend. Ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem gefallen und ich würde mich natürlich über einen positiven Daumen nach oben freuen. Und ich hoffe, ihr seid bei der nächsten Folge wieder mit dabei. Bis dahin verabschiede ich mich und sage Tschüss. Bis dann.